Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Perfect Tower. Die Factory tut ein bisschen was und die Factory tut bald noch mehr, denn ich habe, auch wenn es gleich nach unfassbar viel aussieht, was ich vermutlich gemacht habe, eigentlich gar nicht so viel gemacht. Es geht einfach unfassbar schnell inzwischen, aber dazu kommen wir gleich. Wir gucken erstmal in unser Dörflein. Wir sehen, ich habe, was brauchen wir? 107.520. Da fehlen nicht mehr ganz 1000 Gems, also das haben wir bald. Zudem ist hier ein bisschen was passiert. Mir fehlen hier, noch 20.000 Assassin Blocks ungefähr. Und ansonsten habe ich mal ein paar Missionen gemacht. Da sind wir jetzt bei 37, haben auf jeden Fall genug, um auf Tier 5 aufzusteigen. Außerdem habe ich mir mal Highest Wave Easy vorgeknüpft. Beziehungsweise allgemein mal die ganzen Highest Wave Dinger gemacht. Insane, mal ganz entspannt bis 7.000 gelatscht. Highest Wave Hard habe ich bei 10.000 dann irgendwann abgebrochen. Ich glaube, wir brauchten auch nur 10.000 für das Achievement oder beziehungsweise um hier den letzten Statistikblock auszugeben. Irgendwie so. Oder waren es weniger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da irgendwann gedacht, so nee, komm, reicht. Da hätte ich auch noch weitergehen können. Normal habe ich bislang noch nicht gemacht. Das gehen wir gleich mal an. Und Highest Wave Easy war halt, für den letzten Block brauchte man 20.000. Das war auch ganz entspannt. Und wir können inzwischen erst noch mal einen Moment. Ich werfe erst noch mal einen Blick in den Blueprint. Das ist gerade der Challenge Blueprint. Mein Default Blueprint ist schon ein bisschen aufgepumpt mit 17 Millionen Blueprint Points. Kann man nicht anders sagen. Was das Ganze auch gerade mit Easy 20.000 und so, was das sehr entspannt gemacht hat, ist New Bounce 75. Also das ist Moment, vielleicht sollte ich dann erstmal hier. Wow, das bringt einen Scheiß. Okay, das waren auch kaum Blöcke. Das sah auf den ersten Blick so viel aus, bringt aber nichts. Dann packen wir die eben nochmal kurz in Damage. Juckt ja auch nicht weiter. Ja, also ich habe diesen Blueprint einfach wahnsinnig aufgepumpt. Das ist der ganz normale Damage-Blueprint. Also einfach, um easy, normal und hart zu farmen, ne? Einfach den ganzen Standardkram eben hochgezogen. Und noch ein bisschen weiteren Kram. Und hier hinten eben alles gemaxt, was ich für sinnvoll hielt. Warp Defense könnten wir theoretisch oder hätten wir gerade sogar auch noch maxen können. Das, nachdem ich es mir nochmal in Ruhe durchgelesen habe, macht das den Run gar nicht wirklich langsamer. Also sollte es zumindest nicht. Also könnte man da theoretisch auch noch was reinstecken. Aber ja, Supernova macht halt keinen Sinn, weil wir Nova sowieso nicht benutzen. Von daher, Division Shield 400 ist auch ganz nett. Ja, und um eben auf diesen riesigen Amount, auf diese riesige Menge an Blueprint Points zu kommen, denkt man, ja, da musste er ewig farmen und hat stundenlang dran gesessen. Nee, ich habe halt den Easy Run bis 20.000 gemacht. Wobei, das habe ich gar nicht als erstes gemacht. Ich habe als erstes den Insane Run bis 7.000 gemacht. Da habe ich auch schon mal einen Großteil der Blöcke her. Dann habe ich den Hard Run gemacht bis 10.000. Dann habe ich den Easy Run gemacht bis 20.000. Und dann habe ich noch ein paar Missionen gemacht. Und das war's. Also ich habe keine konkreten Farming Runs gemacht. Ich habe nur gedacht, auch das könntest du machen, das könntest du machen. Und dann habe ich festgestellt, oh mein Gott, wo habe ich die ganzen Special Resources her? Ja, was soll ich sagen? So viel zur langen Nacht des Farmings. Aber das steht uns wahrscheinlich auf Tier 5, wenn wir die Blueprint Tiers hochschieben wollen. Vielleicht noch bevor, gucken wir mal. Was wir heute auf jeden Fall angehen, ist, wie gerade schon angekündigt, ich würde ganz gerne... Missionen sind super unspektakulär. Wie ich die Mission gemacht habe, sage ich auch gleich nochmal was zu. Ich würde heute, glaube ich, ganz gern einfach Highest Wave normal 12.000 angehen. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Sache. Ich kann bestimmt forschen, oder? Natürlich kann ich forschen. Ich habe mein Interest Limit noch ein bisschen hochgezogen. Das war nicht die dümmste Idee, muss ich zugeben. Machen wir auch gleich nochmal. Auch das hilft noch ein bisschen. Aber prinzipiell, ja, finde ich das jetzt auch gerade gar nicht so spannend. Wir
Tja, wollen wir lieber Damage 35 oder Hitpoints 50? Eigentlich will ich Hitpoints 50 haben. Das dauert zwar ewig, aber nun ja. Zudem in den Headquarters. Ich habe natürlich zwischendurch, gerade auch durch die Missionen, eine gute Menge an Ultimate Points bekommen, beziehungsweise habe ganz gut was umrübermodeln können von den restlichen Blöcken. Sodass wir hier inzwischen beim Auto-Restart-Penalty auf 0% sind. Das heißt, wir kriegen beim Auto-Restart nichts mehr abgezogen, können das fröhlich durchlaufen lassen. Den Mission-Reward-Bonus habe ich mal auf 25 hochgezogen, weil es ging. Hier sind wir auf 2,5. Da gehen wir jetzt aber mal. Aus unerfindlichen Gründen, weil es hübscher aussieht, ziehe ich das gleichmäßig hoch. Und auch nur, wenn ich beides leveln kann. Bin ich jetzt irgendwie zu übergegangen, aber es ist jetzt halt. Ist jetzt auch halb so wild. Und was ich natürlich nach dem Normalrun auf jeden Fall machen möchte, ist definitiv die Factory auf 7 Ressourcen pro Intervall hochziehen. Das wäre mir durchaus ein innerer Reichsparteitag. So, demzufolge. Achso, ich wollte noch mal ganz kurz zu den Challenges was sagen. Wie ich die Challenges gemacht habe, ihr findet auch noch mal den Link zum Subreddit, wo grob der Build erklärt ist. Ich zeige den hier auch noch mal ganz kurz. Mein Challenge Mode Build sieht einfach so aus, dass ich 100 Level Newbounds gekauft habe, also Newbounds auf 1% gezogen habe letztendlich. Der Rest hier ist egal. Hier haben wir auch überhaupt nichts gemacht. Dann hier Max Multishot Chance, Multishot Targets, Max Attack Range, Max Bounce, also ja, und Upgrades. Das eben hochgezogen. Rapid Fire, so ja, irgendwo zwischen 10 und 15% reicht das völlig aus. 2,5 Sekunden Duration reicht auch völlig aus. Und ich glaube, das war es im Offensive Build größtenteils. Ja, genau, hier hinten habe ich nichts weiter gemacht. Außer den Attack Speed natürlich noch auf 10 hochziehen, Crit Chance und Crit Faktor ein bisschen. Dann habe ich ja eben eine ganze Menge in Schaden gesteckt. Und auch noch ein bisschen was in Hitpoints. Hitpoints ist gar nicht so das Verkehrteste. Da muss man aber auch immer gucken, das sind jetzt irgendwie mehr gut 9000 Punkte, die ich hier ausgegeben habe. Muss man je nach Challenge gucken, wie viel auch erlaubt sind. Und dann habe ich letztendlich immer random, 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 wie auch in der letzten Folge schon, geguckt, so okay, als erstes immer Augenmerk drauf, dass keine weißen Ressourcen gebraucht werden. Und dann sind lila Blöcke dabei. Ja, okay, gut, das vergessen wir mal. Random, random, random. Okay, das ist so eine Mission, die sieht gut aus. Hier, ne, keine weißen Ressourcen, nur bis Wave 130. Das ist schön. Außerdem nur grüne und braune Blöcke. Also die Blöcke, die wirklich Probleme bereiten bei dem Build, sind einmal die lila Blöcke. Wobei es da auch drauf ankommt, bis zu welcher Wave man gehen muss. Wenn es halt nur so bis Wave 125, vielleicht gerade noch 130 ist, dann geht das auch. Ansonsten die schwarzen Blöcke sind irgendwann auch riskant, weil die den eigenen Schuss reflektieren können und das natzt einen auch relativ schnell weg. Aber das hier ist jetzt halt so eine Geschichte, ne? Okay, das sieht ganz gut aus. Start. So, machen wir eben mal nebenher, schadet hier nichts. Und das dann einfach aussitzen, bis es fertig ist. Da ist in dem Subreddit, habe ich auch eine kleine Liste gemacht, da sind irgendwie. Naja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall genug Missionen, um die 25 zu schaffen für Tier 5. Also wenn ihr da zu faul seid, selber die ganze Zeit random zu klicken, könnt ihr da einfach in die Liste gucken. Ich glaube, es sind 26 Stück oder so, die ich da aufgelistet habe. Zu mehr hatte ich keinen Bock. Könnt ihr die da einfach rausnehmen. Ansonsten im Wiki stehen auch ein paar drin, die ganz easy sind. Der Link ist auch nochmal unten mit in der Videobeschreibung. Also dann wirklich die 25 Missionen ist tatsächlich sehr entspannt. Ist halt nur eine Frage, wie oft hat man Lust, random zu drücken. So, es gab jetzt halt auch schon wieder irgendwie 600.000 Special Resources. Und das ist halt immer so, ja, okay. Guti, aber was wir eigentlich machen wollten, ist Default Blueprint. Und zack, zack, zack. Und dann. Normal, jawohl. Und das lassen wir dann einfach mal laufen.
Einfach mal laufen lassen. Ist eine gute Sache. Aber einfach mal laufen lassen. Ich habe gerade meinen Frühstückskaffee getrunken aus meinem ultra sexy Diddle gute Laune Becher. Ich hasse dieses Ding so sehr, ne? Aber ist es halt auch nur eine Tasse. So, aber ich habe gerade ultra die Pappfresse. Ich bin irgendwo hatte ich Wasser. irgendwo hatte ich Wasser. Ja. Sekunde. So, die Geräuschkulisse wollte ich euch ausnahmsweise mal ersparen. Meistens bin ich ja nicht so nett. Denke so, ach, scheiß drauf. Haben die halt Logo-Geräusche mit da drin. Aber nein, heute mal nett. Heute mal nett, wenn ich gerade so rausgucke. Ich muss, Wetter. Ich muss eigentlich raus. Ich will mich bewegen. Aber erstmal perfekt, aber. Erstmal ein bisschen abchillen hier. Achso, und wir kaufen hier natürlich auch Sachen nach. Das darf ich nicht vergessen. So, ich wurde nochmal gefragt, warum ich mit Safe kaufe. Das erkläre ich, glaube ich, gleich. Ich mache das, glaube ich, gleich nochmal ausführlich. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Was man dazu wissen müsste, ist einmal, es gibt hier diesen Safe-Buy-Regler. Der steht im Moment auf 10%. Was das mit den 10% auf sich hat, sage ich gleich nochmal. Das ist nur schon mal im Hinterkopf behalten. Ne? Erstmal nicht wichtig, die nächsten 5 Sätze, aber danach. So. Wie man Ressourcen bekommt. Also beziehungsweise, es geht bei der ganzen Geschichte hauptsächlich darum, möglichst viele weiße Ressourcenblöcke zu bekommen. Weiße Ressourcen bekommt man eben, Moment, dazu blende ich das auch nochmal eben ein. Zack. So, weiße Ressourcen bekommt man hier über Ressourcen pro Wave. Da bekomme ich im Moment 2000. Und bekomme aber noch 1000% Bonus. Also ne, hier bekomme ich halt schon relativ viel weiße Blöcke. Das ist ab einem gewissen Punkt, wenn die Upgrades aber so 18 Septillionen weiße Blöcke kosten, bringt mir das nicht mehr so viel, wenn ich hier irgendwie 1 Million Blöcke pro Wave dazu kriege, weil da spare ich mich halt dumm und dämlich. Deswegen reicht das hier irgendwann nicht mehr aus. Dafür gibt es dann aber dem Punkt Interest per Wave. Das heißt, ich habe am Ende einer Runde, also sagen wir mal, ich habe am Ende von am Ende von Wave 663 habe ich hier jetzt, was sind das? Mit T? Das Trillion? Das sind wahrscheinlich Trillionen. Ich habe halt 1,6 Trillionen Blöcke. So. Und wenn die Wave vorbei ist, erfolgreich, kriege ich 2% von diesem Wert. Also sprich, oh Gott, Kopfrechnen müsste man können, Trillionen, das sind 16, das sind 32 Billionen, wenn ich mich nicht gerade massiv verrechne, kriege ich halt 32 Billionen Blöcke als Bonus obendrauf. Also einfach immer 2% von dem Wert am Ende der Wave. Was schon mal bedeutend viel mehr ist als der ganze Spaß hier. Das heißt, wirklich um sich auch in den späteren Leveln noch Upgrades oder in den späteren Waves noch Upgrades leisten zu können, braucht man den Kram hier. So, was passiert jetzt, wenn ich meine kompletten Ressourcen, ich lasse das mal kurz weiterlaufen, was passiert jetzt, wenn ich meine kompletten Ressourcen irgendwie auf 1 ausgebe und hier wieder auf, sagen wir mal, 500 weiße Blöcke runter bin am Ende der Wave, weil ich den Rest alles komplett ausgegeben habe? Oh, 2% von 500 sind irgendwie nur so 10. Und 10 weiße Blöcke als Bonus bringt mir halt einen Scheiß. Ne? Also das hilft halt keinem. Ich bin also grundsätzlich daran interessiert, diesen Wert hier, also beziehungsweise ich bin grundsätzlich daran interessiert, immer, ich sehe gerade einen kleinen Fehler im Layout, aber egal. Ich bin grundsätzlich daran interessiert, eben möglichst wenig weiße Blöcke auszugeben, beziehungsweise die Menge an weißen Blöcken hochzuhalten, damit ich am Ende der Wave eben immer noch einen relativ großen Bonus kriege, beziehungsweise damit die 2% davon, die ich als Bonus bekomme, so groß sind, dass es sich lohnt. Und um das zu erreichen, kann man hier eben auf Safe stellen und
hier den Save-By-Amount einstellen. Das heißt, da steht bei mir, wie vorhin schon gesagt, auf 10%. Das heißt, wenn ich irgendwas kaufe, gebe ich maximal 10% meiner weißen Blöcke aus. Was eben sicherstellt, dass ich am Ende der Wave immer noch einen guten Batzen an weißen Blöcken habe und einen ganz guten Bonus wieder kriege. Da die Waves so schnell durchrauschen, geht das auch so fix, also so schnell kann ich eigentlich gar nicht über Safe Upgrades kaufen. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt seht, okay, ich gebe hier jetzt irgendwie 10% aus, zack, das habe ich halt sofort wieder drin über den Interest Bonus, weil ich so schnell hier irgendwie 5 Waves durch habe. Das geht halt ruckzuck, dass es halt trotzdem, obwohl ich Geld ausgebe, immer noch regelmäßig steigt. Und das ist eben der wichtige Punkt. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden, weil irgendwie noch anders kann ich es gerade auch nicht erklären. Also es geht wirklich einfach nur darum, nicht möglichst viele Ressourcen auf einmal auszugeben. Also es geht schon eben darum, nicht so oft klicken zu müssen, weil ich könnte ja auch sagen, okay, dann kaufe ich halt in 5er Schritten, das ist ja noch weniger. Also es geht eben schon darum, möglichst wenig klicken zu müssen, aber auch möglichst viele Ressourcen zu behalten, damit eben der Bonus am Ende einer Wave noch entsprechend ausreichend groß ist. Das ist das ganze Geheimnis. Jo. So, weil das nichts kostet, nehmen wir das mal mit. Wie sieht es denn hier hinten aus? Regen kann ich jetzt mal ein paar Punkte reinpacken. Warum habe ich Defense eigentlich nicht gemaxt? Das ist auch absolut unerfindliche Gründe. So. Das geht auf Hitpoints noch weiter und dann. Ich glaube, die Auren hatte ich alle noch mitgenommen aus Spaß irgendwann. Ich zumindest beim Easy-Build gemacht, weil irgendwann hast du halt einfach so viel Kohle, dass es keinen Unterschied macht. Warum man, das kann ich übrigens auch noch erklären. Falscher Button? Nee, hier wollte ich hin. Warum man hier das Interest-Limit hochlevelt. Das ist auch eine Sache. Diese 2% Bonus, ich zeige es eben nochmal, in dieser hier, die haben ein Limit. Also sagen wir mal, das Limit liegt ganz am Anfang irgendwie bei, keine Ahnung, 1 Million. Dann kannst du hier oben 12 Trillionen Blöcke haben, wo dann 2% deutlich mehr wären als 1 Million eigentlich, aber das Hard Limit dafür liegt bei 1 Million, das heißt, du kriegst trotzdem nur 1 Million. Das ist halt so, man kriegt am Ende eben 2% oder das Hard Limit, je nachdem, was der kleinere Wert ist. Und ja, um dieses Hard Limit eben zu erhöhen, levelt man hier den Kram bei der Forschung hoch, weil sonst bringt dir das Upgrade eben relativ zügig auch nichts mehr. Also, ja, ne? Einfach damit sich das weiter lohnt. Und das war ursprünglich mal nicht drin, das Limit. Da haben aber Leute innerhalb von kürzester Zeit so viele Ressourcen angehäuft, also wirklich innerhalb von einem Run, zack, 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 das ging so zügig, dass sie im Code irgendwas zernatzt haben, weil das mit so großen variablen Werten nicht klar kam und deswegen hat der Entwickler gesagt, so, wow, okay, nee, könnt ihr mal bitte aufhören, mein Game zu breaken, das fände ich total süß. Ich baue euch hier mal ein Hard Limit ein, damit ihr nicht so total ausrastet mit den Zahlen. Was eigentlich auch völlig verständlich ist. Und was jetzt ganz ehrlich der Spielgeschwindigkeit auch keinen großen Abbruch tut. Also, es wird dadurch nicht merklich langsamer. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Jo, wir könnten Lifesteal maxen, weil es halt einfach nichts kostet. Und wir könnten sinnlos hier Ressourcen reinpumpen, weil es nichts kostet. Es kostet halt schon was, aber es ist eben verschwindend gering. Soweit so hübsch. Also nicht, dass das super sinnvoll wäre, aber machen wir einfach mal. Sind wir schon wieder bei, oh Gott, Jellyfish in Space, das Lied wird mich verfolgen, bis in meine Albträume.
Obwohl ich es eigentlich ganz süß finde, aber also was heißt süß? Ich finde es eigentlich ganz entspannt. Das ist so ein Lied, von dem könnte ich mich morgens durchaus wecken lassen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Fortify, ja, ach komm, warum nicht? Also nicht, dass es Sinn machen würde, aber wir haben es ja. Wahrscheinlich können wir easy bis 12.000 laufen, aber das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin. Naja, wir lassen es mal ein bisschen laufen. Ja, ansonsten, ich muss dringend wieder ins Kino. Ich habe für, jetzt muss ich kurz überlegen, wann kommt die Folge? Ich habe für morgen in der Tat einen langen Kinotag geplant. In der Hoffnung, dass das Wetter nicht so richtig, richtig geil ist wie im Moment gerade. Ich muss Filme nachholen. Ich war die ganze letzte Woche nur im Kino zum Arbeiten, habe nicht einen Film geguckt. Und ich will mir auf jeden Fall Warcraft dann tatsächlich noch komplett angucken. Das muss noch passieren. Da habe ich ja im Moment nur so die ersten 15, 20 Minuten gesehen. Und auch wenn ich nicht so der riesen Warcraft-Fan bin, ich glaube, den kann man machen. Also so als reiner Fantasy-Film ist der, glaube ich, so mittelprächtig. Aber wenn man zumindest ein bisschen was mit dem Warcraft-Universum anfangen kann, ist das halt so ein ganz netter Fanservice. Also ist zumindest so mein Ersteindruck. Mal gucken, wie es dann am Ende des Films so ist. Dann will ich auf jeden Fall Nice Guys sehen. Das muss passieren. Nice Guys habe ich richtig Bock drauf. Wir kriegen noch Green Room. Green Room habe ich richtig Bock drauf. Wir kriegen aber nur in der Spätvorstellung. Das wird ein bisschen anstrengend. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich noch Money Monster gucke. Money Monster ist Julia Roberts? Ist es Julia Roberts? Auf jeden Fall George Clooney und ich glaube Julia Roberts. Ja, da hätte ich so Bock drauf. Green Room ist, ja, idealerweise sucht ihr euch mal den Trailer aus. Ich habe selber noch nicht mal den Trailer gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe bislang nur die Beschreibung gesehen. Und allein aus der Beschreibung und dass Patrick Stewart mitspielt, habe ich schon total Bock da drauf. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der Film wird. Ja, es wird, glaube ich, eine sehr seltsame Mischung aus gewalttätigem 18er-Film und Arthouse. Also so schätze ich ihn im Moment ein. Kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Wie gesagt, ich habe im Moment nicht mal den Trailer gesehen, nur eine Kurzbeschreibung gelesen. Aber naja, mal gucken. Diese Woche startet auch noch irgendwas, was ich sehen wollte, oder? Das haut mir immer da drüber. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich gucke mal ganz kurz was. Also nicht, dass ich noch mehr Filme an einem Freitag unterkriegen würde, auch wenn ich schon 5 Filme an einem Tag geschafft habe. Aber ganz ehrlich, da zur Zeit gefühlt jeder Film 2 Stunden geht, geht das auch einfach nicht. Alice Through the Looking Glass schon gesehen. Dr. Proctors Zeitbadewanne. Ist übrigens der Nachfolger von Dr. Proctors Pupspulver. Kein Scheiß. Diese Filme existieren wirklich. Ich weiß nicht warum, aber sie tun's. Stolz und Vorurteil und Zombies, den muss ich noch gucken. Pride and Prejudice and Zombies. Habe ich Bock drauf, ein bisschen Zombie-Trash-Horror-Fun-Mix habe ich Lust drauf. Weiß aber noch nicht, wann ich den schaffe, den werde ich wahrscheinlich auf die Woche drauf verschieben müssen. Ja gut, den Rest an elementaren Sachen habe ich gesehen. Sonst startet diese Woche auch irgendwie so, ja, so, ich weiß nicht, nicht viel Nennenswertes. Also zumindest bei uns nicht. Oh mein Gott. Wir kriegen bei uns ein Walking Act, also nicht bei uns im Kino, aber bei uns in der Stadt von Sid aus Ice Age kommt jemand in einem riesigen Sid-Kostüm, sehe ich gerade. Läuft in der Innenstadt rum. Ach ja. Diese riesigen Kostüme können unterhaltsam sein. Ich steckte in der Tat mal selber in sowas, zumindest für wenige Stunden. Als Maskottchen von einem Buchladen. Das war eigentlich sehr unterhaltsam. Was bei den Dingern immer sehr kompliziert ist, beziehungsweise nicht kompliziert, aber was man da beachten sollte, ist, man schwitzt in diesen Dingern
Unfassbar. Und es gibt welche, die haben extra oben im Kopfteil noch ein bisschen Belüftung, dass halt die warme Luft irgendwie zumindest rausgepustet wird. Haben aber auch nicht alle, aber selbst damit schwitzt man in den Dingern schon unfassbar, weil man natürlich letztendlich ein riesiges Plüschfell trägt und das hält natürlich die ganze Körperwärme bei dir, so du strahlst halt gar keine Hitze mehr ab. Schwitzt dich halt einfach dumm und albern und wenn du dann halt draußen rumlaufen musst, wo idealerweise dann auch noch die Sonne scheint und so 25 Grad sind, kannst du halt einfach maximal eine halbe Stunde in so einem Kostüm zubringen. Sonst stirbst du einfach. Sonst kriegst du einen Hitzeschaden und dehydrierst und fällst dann leider einfach um. Also die Teile sind echt nicht ohne. Aber Spaß macht es trotzdem. Also es ist so, wenn ihr mal einen lustigen Nebenjob braucht und irgendwie gut mit Kindern könnt, dann fragt einfach mal bei so einer Agentur an. Es ist so ein typisches Studenten-Nebenjob-Ding. Also was heißt so ein typisches? Aber also zumindest die Leute, die ich so kennengelernt habe, was zugegebenermaßen nicht wahnsinnig viele sind, die so auf Kinotour in Häkchen gehen, also die dann wirklich ne, so die Ice Age Character Tour oder zu Angry Birds gab es das, glaube ich, auch. Und es gibt es halt zu den meisten Kinderanimationsfilmen gibt es das inzwischen. Das Schöne ist halt, man muss halt nicht viel machen. Man muss halt freundlich winken, man muss halt zusehen, dass man durch das Kostüm ein bisschen was sehen kann und gucken, dass man weiß, wo man hinläuft und wo Leute sind. Aber ansonsten muss man halt nur stehen, winken und man braucht halt nicht sprechen. Also selbst wenn man halt bei Kindern nie weiß, was man irgendwie sagen soll, um sie zu bespaßen, ist es halt so, ja, ist okay, ich darf in dem Kostüm sowieso nicht reden, also stehe ich hier und mach lustige Sachen. Reicht halt völlig aus. So, irgendwie dauert das hier ganz schön lange. Ich dachte, das geht schneller. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich dachte, das geht fixer. Geht es aber nicht wirklich. Wenn jetzt bis 12.000 gehen, ich wollte die Folge eigentlich keine Stunde lang machen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, jetzt sagen gerade ein paar Leute so, aber du könntest total eine Stunde machen. Nein. Also ja, aber nein. Wie mache ich das denn jetzt? Es würde sich total anbieten, einen Schnitt in der Folge zu machen. Wäre eine total sinnvolle Sache. Ich glaube ja. Ich denke ja. Weil hier passiert jetzt die nächsten 30 Minuten halt spielerisch wahrscheinlich nichts. Ja, wir sehen uns einfach mal wieder. Gleich. Nach dem Cut. Das wird bei mir so, keine Ahnung, in einer guten halben Stunde sein. Wir steigen einfach mal so bei Wave 11.000 wieder ein. Bei 11.000, 11.500, so um den Dreh bis 12.000 würden wir gehen. Weil es gibt noch ein paar Sachen, die würde ich diese Folge schon ganz gerne machen. Nämlich unter anderem auf Tier 5 aufsteigen. Nicht, dass wir das jetzt sowieso schon könnten, ne? Aber das wollte ich halt vorher noch erledigt haben. Von daher, kleiner Cut, dann machen wir die 12.000 hier, dann steigen wir auf Tier 5 auf und alles Weitere verschieben wir dann in die nächste Folge. Aber wir sehen uns erstmal gleich wieder. Keine Ahnung, ob das so von der Position irgendwie gepasst hat, aber wahrscheinlich überhaupt nicht. Ist ja auch egal, wir sind auf jeden Fall kurz vor den 12.000. Und was mir gerade mal so aufgefallen ist, im Vergleich zu anderen Idle Games, was bei Perfect Tower so fehlt bislang. Und das ist, man kann nichts nebenher machen. Also ich kann natürlich was komplett anderes nebenher machen, aber gerade so die großen Idle Games oder die für mich großen Idle Games, sprich Crusaders und Clicker Heroes, da hat man ja seinen normalen Run laufen, also seine normale Ascension, sein, wie auch immer man es nennen mag. Man kann sich aber zum Beispiel bei Clicker Heroes nebenher mit den Mercenaries beschäftigen oder mit der Gilde oder mit sonst irgendwas. Ne? Gibt es da noch Möglichkeiten? Und bei Clicker Hero, Quatsch, bei Crusaders kann ich mich eben nebenher mit den Missionen beschäftigen oder mit Daily Quests.
oder wie ich meine Talente umverteile, wenn ich da Bock drauf habe, oder noch ein paar Kisten aufmachen oder sonst irgendwas. Ja, da hat man eben, ne, während der Run im Hintergrund keine Aufmerksamkeit braucht, einfach ein bisschen was anderes zu tun. Und hier ist das so, ja, hier mache ich das an und sitze die Zeit ab. Da fehlt noch so ein bisschen was. Ich wüsste auch gerade konkret nicht was, also ich könnte nicht sagen, boah, das wäre jetzt total geil. Weil das müsste praktisch ein komplett neues Spielelement sein. Also das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist natürlich die Forschung. Aber die dauert irgendwann auch ewig und da sitzt man jetzt nicht permanent dran. Nichtsdestotrotz, wir haben die 12.000 geschafft. Und um nochmal ganz kurz auf das Hard Limit von dem Interest zurückzukommen, man sieht schon, hier oben meine Ressourcen werden nicht wirklich schnell mehr, obwohl, ne, die Waves hier durchrauschen wie nichts Gutes. Aber ich habe einfach das Hard Limit von dem maximalen Interest erreicht, oder das Hard Limit vom Interest allgemein. Und ja, jetzt kriege ich immer einen festen Wert, der aber anteilig an meinen Gesamtressourcen sehr, sehr mickrig ist. Abgesehen davon haben wir halt schon wieder 400 Millionen Special Resources. So. Das ist, was soll ich dazu sagen? Okay, also ich bin auch nicht mal ansatzweise dabei zu verrecken. Das könnte ich wahrscheinlich noch eine Stunde laufen lassen, keine Ahnung. Nein, eine Stunde vielleicht nicht, aber... Ja, nee, wobei, allzu lang dürfte es auch gar nicht mehr gehen. Wenn ich mir jetzt hier so angucke, wie viel Schaden die machen, wie viel Hitpoints wir haben. Also gut, andererseits machen wir natürlich immer noch massiv mehr Schaden, als die Hitpoints haben. Na, dann läuft es vielleicht doch eine Weile, egal. Wir lassen das an der Stelle mal, weil müssen wir jetzt auch nicht. Dafür gehen wir in die Stadt, gehen hier hin, kaufen uns exakt einen Block, packen exakt hier einen Punkt rein. Und dann haben wir es bald vollständig. Also hier oben, oh, guck mal, da fehlen nicht mal mehr 5000. Die mache ich bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal. Ein paar Missionen könnten wir noch machen. Ich weiß gar nicht, was hier das Maximum ist. Also 75 wäre hier für den dritten Block. Wäre nett, wenn einem das angezeigt werden würde. Tja, Fragen über Fragen. Nichtsdestotrotz, das sieht hier schon soweit ganz gut aus. Und dann, was wir jetzt natürlich machen, ich vertraue der ganzen, jetzt würde ich mal gerne was wissen, so, hier, jetzt würden wir 21.000 von diesen Blöcken kriegen, okay. Wir returnen nochmal und wenn ich zum Maximum draus mache, müssten wir theoretisch nur noch so 17.000, tatsächlich, es wird wirklich automatisch umgerechnet, das ist sehr schön, das heißt, man braucht das gar nicht alles, also nicht alles selber ausgeben, sondern kann einfach sagen, fuck that, ich mache hier Tier ab und lass alle meine bestehenden Blöcke einfach umrechnen. Oh, und eine Sache, ganz wichtig, bevor wir das machen. Fast 500.000 Euro Mütter. Ey. 500.000, glaube ich, es hackt. Aber 7 Ressourcen pro Intervall, das ist schon mal sehr schön. Das finde ich sehr gut. Lange hat es gedauert. Und dann würde ich sagen, Tier 5, auf geht's. You've reached the final tier. Congratulations. Ja. Da hätte ich jetzt eine kleine Partymusik gut gebraucht. Die hätte ich mir nur vorher mal zurechtlegen müssen. Schade. Nicht passiert. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall... Achso, Moment. Es gibt ja hier keine weiteren Upgrades. Von daher können wir die jetzt ja alle nach Belieben hier raushauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kann ich ihn nicht gleich in 10er Schritten kaufen? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mission Reward Bonus möchte ich den. Na, der kostet ja auch nichts. Komm, wir ziehen den mal auf 40. Ich denke, 40 ist gut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fuck! Da dachte ich, das passt, aber nein, tut's natürlich nicht. So, jetzt ist es ungleich. Scheiße. Es war so nicht gewollt. Es tut mir leid. So, was ist, haben wir? Boah, wir können jetzt auf jeden Fall hier oben eine Startwave eingeben. Mal 100.
Also wenn ich 1 eingebe, starte ich auf 100. Sehe ich das richtig? Also ich muss erstmal wieder ein paar Special Resources farmen, sonst kriege ich sofort auf den Sack. Das ist ganz klar, weil wir haben im Moment gar nichts. Ja, also wir haben nur so 16. Das ist nicht viel. Das ist in der Tat nicht viel. Ich glaube, da bin ich mal faul. Ich bin ja mit der Folge für heute prinzipiell durch. Und bevor ich mir hier jetzt irgendwie wieder ganz krüppelig die ersten 4-5 Waves zurechtfarme, lasse ich das mal ganz entspannt die Factory machen. So einen halben Tag lang oder einen Tag lang. Das finde ich eine gute Sache. Und dann, ja, geht's, glaube ich, einfach nur noch drum, die Blueprint-Tiers irgendwie hier hoch zu pushen. Habe ich davon eigentlich irgendwas? Kann mir das, das müsste ich vielleicht einfach nachlesen, weil bis ich, die Folge kommt erst übermorgen. Und ich nehme wahrscheinlich morgen schon die nächste auf. Komische Zeitdinge. Aber egal, schreibt es mir trotzdem in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was bringt mir das hier? Also ich weiß, dass ich meinen Blueprint komplett maxen muss dafür, also halt alles auf Maximum haben muss, was teuer genug ist, um hier das Blueprint Tier aufzuwerten. Aber was habe ich davon? Also ist das einfach nur, damit hier Tier 1 steht, oder kriege ich dafür noch irgendwas Tolles? Ich wüsste gerade nicht was, das ist so mein Punkt. Gibt's hier was Neues? Nee, ne? Nö, das ist auch alles beim Alten. Ja, okay, dann geht's jetzt bis 6? Hatten wir vorher auch schon 6? Hatten wir vorher nicht 5? Ich bin verwirrt, egal. Challenges ist auch das gleiche wie vorher. Die Challenges sind das gleiche wie vorher. Ja. Das heißt, wir können hier jetzt fröhlich rumpimmeln und tun und machen, was wir wollen. Okay. Warum nicht? Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt, was wir nächste Folge so veranstalten. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.